Guten Morgen, ihr Lieben. Wir schauen uns heute ein Vlies in einem Naturschutzgebiet an, irgendwo in Brandenburg. Warum irgendwo und warum keine Karte? Nun, gleichzeitig gibt es hier auch eine ehemalige Sendestelle des DDR-Innenministeriums. Und die wollen wir uns auch anschauen. Und um dieses ganze Objekt, falls noch was davon übrig ist, vor Vandalismus und Ähnlichem zu schützen, werde ich keine Karte und keine nähere Ortsangabe einblenden und versuchen auch zu vermeiden, dass hier irgendwelche großen Hinweise nach außen dringen. Und zugegeben, das ist ein bisschen gruselig hier. Also der Wald, der ist schon, überall knackst es. Ich habe noch keine Menschenseele gesehen. Gut, es ist frühs, aber ein bisschen gruselig ist es schon, weil hinter mir, da in diese dunkle Ecke geht's weiter. Aber ihr kommt ja mit. Kann ja nichts passieren, oder? So ein großer, umgestürzter Baum, der da schon halb acht hängt. Ach ja, na dann kommt mal mit. Wer würde schon vermuten, dass an so einer schönen Stelle Sendeanlagen und Bunker versteckt sind? Ein Feld aus Weiß. Traumhaft. Hier haben wir schon das erste Objekt. An der Tür steht nichts. Ich bin irgendwie die ganze Zeit auf 180, weil ich immer Geräusche höre. Hängt noch erstaunlich viel drin. Also ich bin kein NVA-Spezialist, aber ich denke mal, dieses kleine Gebäude war die Sammelstelle. Hier gibt es diese feinadrigen Drähte. Eine Stromzufuhr und ganz viele Trafos, die hier zumindest unterirdisch auch gelagert waren, wie so oft bei solchen Typen. Dann ziehen wir mal weiter, schauen, was sich noch so finden lässt.
gab es nur Sand. Hier geht es tatsächlich rein, aber man sieht es vermutlich schon, das Ding steht unter Wasser, zumindest dieser Bereich hier. Da hat jemand ein Brett anscheinend auch hingelegt. Mal anschauen. Ah, ich weiß nicht. Ich suche mal lieber weiter. Das ist mir. Der Leiter vertraue ich nicht, wenn die so lange im Wasser liegt. Also. Schon den nächsten gefunden. Ziemlich groß, wie das Ding aussieht. Einen Zugang habe ich gefunden. Aber da ist auch Wasser. Zumindest ein Teil. Ich bin schon mal ohne den Kram runter. Hier war wohl mal die Einheit dran, die gemeldet hat, wenn die Tür geöffnet wurde. Und da geht's runter. Gar nicht so einfach hier. Vor allem nicht mit Equipment und das Ding ist recht riesig. Also für meine Verhältnisse von dem, was ich zuletzt mir habe angeschaut. Weiß ich nicht, ob ich weiter gucke oder mal einen Versuch wage, aber da muss ich das Equipment irgendwo verstauen, weil mit dem schweren Rucksack will ich hier nicht runter. Das war der Zugang. Bin jetzt doch mit Rucksack runter. Und hab nur Stativ unten gelassen. Ist halt alles ein bisschen unter Wasser. Sorry, wenn ich so leise rede, aber das schallt ganz schön. Fledermausquartier umgebaut, aber bisher ist nichts zu sehen. Ich hoffe, dass ich nicht zu leise bin, aber ich möchte hier auch nichts aufschrecken. Ist das nicht sowas, was eigentlich leuchtet, wenn es dunkel ist? Mal ausprobieren. Ha, ich mag das Zeug. Hier stand wohl die Nachrichtentechnik, zumindest die großen Geräte. Sehe ich da Kondensatoren? Ah ne, Rollen.
Okay. Oh, wenn ihr das riechen könntet, das riecht hier halt so nach DDR-Technik. Alten Schaltschränke haben sie natürlich geplündert. Lüftungsanlage. Ist natürlich auch alles geplündert worden. Ups. Vorluft. Ja.